Bei diesem Video geht es um die Tipps und Tricks im Umgang mit den Objektiven. Das Grundlegendste ist natürlich das Wechseln des Objektivs. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist der Sensor einer spiegellosen Kamera im Gegensatz zur Spiegelreflexkamera ungeschützt. Wenn man das Objektiv wechselt, muss man darauf schauen, dass der Sensor nie wirklich gegen den Regen oder den Staub oder den Sand gerichtet ist. Ich persönlich drehe die Kamera immer weg vom Wind und probiere das andere Objektiv entweder unter den Armen oder zwischen den Beinen eingeklemmt vorbereitet zu haben. So kann ich das sehr schnell erreichen, dass ich das Objektiv wechseln kann, ohne danach den Sensor reinigen zu müssen. Hier ist vielleicht zu erwähnen, dass im Gegensatz zur Nikon Z6 und Z7 die Z9 über eine Verschlusskappe verfügt, welche den Sensor vor Staub und anderen Objekten schützt. Ein weiteres Objekt, welches ganz oft unterschätzt wird in seiner Anwendung, ist die Streulichtblende oder auch Gegenlichtblende genannt. Denn diese Gegenlichtstreublende verhindert, dass der Autofokus des Objektivs durch einen schräg einfallenden Sonnenwinkel gestört wird. Ebenfalls kommt es dank dieser Gegenlichtblende zu weniger Flares bei schräger Sonneneinstrahlung und ich persönlich nutze diese Blende auch bei Regen, um die Frontlinse vor Regentropfen zu schützen. Ein zusätzlicher Vorteil ist der Trick mit der altbewährten Duschhaube. Wenn man nämlich einmal im Regen fotografieren muss, dann kann man eine Duschhaube nehmen, diese vorne an der Sonnenblende einhängen, über die Kamera hinausfahren und je nachdem kann man so auch mit Verwendung des Zooms noch fotografieren, ohne dass die Kamera unnötig nass wird. Auch bietet die Gegenlichtblende einen guten Schutz für das Objektiv, für das Frontglas und verhindert Kratzer. Denn egal, wo die Kamera anstößt, die Gegenlichtblende ist immer der erste Kontakt mit der Wand oder dem Boden. Ein weiterer wichtiger Hinweis bei Objektiven, die beim Zoomen ausfahren, ist, dass man beachtet, dass genau dieses ausfahrbare Segment bei Regen zuerst getrocknet wird, bevor das Objektiv wieder eingefahren wird. Falls man nämlich ein nasses Objektiv einfährt und das dann so in den Rucksack legt, kann das trotz Dichtungsring dazu führen, dass Feuchtigkeit ins Objektiv eindringt und je nachdem bei Kälte gefriert oder bei nachträglicher Gegenlichtanwendung zu Kondensbildung innerhalb des Objektivs führt. Kommen wir nun zur Reinigung des Frontglases. Trotz der Fluorinbeschichtung des Frontglases ist auch dieses Glas nicht vor Kratzern geschützt. Und deshalb empfiehlt es sich nicht, das Mikrofasertüchlein oder sogar Pullover oder andere Objekte einfach über dieses Frontglas zu reiben, sondern vorher mit einem Blasebalg die Staubkörner oder teilweise auch Sandkörner wegzublasen, bevor man dann den Mikrofaserlappen verwendet. Ich persönlich habe in Wüstenregionen diese Mikrofasertücher ganz oft in verschließbaren Zip-Bags, damit diese nicht schon von Anfang an durch Sand verunreinigt werden. Zum Schluss noch etwas zu diesem Thema Objektivschutz durch Filter. Man muss sich vorstellen, die Ingenieure von solchen Objektiven probieren mit teuersten Linsen, perfektem Schliff und Vergütung eine Optik zu kreieren, die scharfe Bilder von vorne bis hinten, von links bis rechts generiert. Wenn man jetzt einen günstigen Schutzfilter vorne auf diese Optik raufschraubt, wird das ganze Zusammenspiel von diesen Linsen gestört. In diesem Fall kann es dann dazu führen, dass die Bilder, was die Schärfe angeht, Mankos haben oder auch starke Flares entstehen, weil die Frontlinse, dieser billige Schutzfilter, nicht so hoch vergütet ist wie die restlichen Linsenelemente des Objektivs.
Ich empfehle also, wenn ein Schutzfilter vorne auf das Objektiv geschraubt werden soll, man einen hochqualitativen Glasfilter verwenden sollte, der die Qualität der Optik nicht beeinflusst. Grundsätzlich muss man aber sagen, wenn man die bestmögliche Qualität eines Objektivs erhalten möchte, verzichtet man auf alle Arten von Schutzfiltern. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps ein wenig helfen, dass deine Objektive auch in Zukunft noch jene Leistung bringen, für die sie gebaut wurden. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schau dir doch noch meine anderen Videos über das Nikon Z-System für die Zoom- und Makroobjektive an.